Ich werde mal spenden. Kann man nicht. Das rechte Becken stößt an. Ja, ja. Das bedeutet, auf der rechten Hand abdrücken ist ganz schwierig. Ja. Oh gut, kommen wir her. Tritt auch egal. Tritt auch von hinten immer mit bei der Zeit. Und der hat richtig Bewegung gehabt. Bestimmt für meine Barbie-Puppe. Nein. Das ist so weh, wie das schön ein. Die Mähne hat. Oder ist er das Benny-Syndrom? Haben auch viele Leute. So, das war das Knie. Du wolltest rechts und eine links. Ganz eng. Gut, dann ist es andersrum. Schweine sehr, aber gut weg. Ja. Super. So, sitzt du im Kuchen? Komm her. Kannst du das Ganze hier selber bedienen? Ich weiß, dass ich gerne mit dir ab. Ich will einfach mal unten drauf. Das sind Zettel von mir. Aber gut, sonst passt er gut. Wollen wir jetzt mal gucken, was ist denn da noch los? Ach ja, jetzt sieht es noch kleiner aus. Eisenmangel? Nee. So, man kommt er hier zum Stich, aber ihr kriegt die Blasen. Auch Blasen, also auch anders. Gib jetzt vorne rechts. Das ist mir okay, ich kann sie bezahlen. Verglattsprenger. Bei dem ersten auch. Edelstahl gebiss rauf.
nicht verschnallen, halben Apfel rein. Halben Apfel da rein, weil sonst nützt es nicht, ist auch ein bisschen Platz. Und dann im Sattel fertig machen, zum Schluss die Fenster dicht, dann sind sofort die Schmerzpunkte von den Blasen drunter und das Pferd nicht viel, viel weicher machen. Gerade bei Haflingern ist das so mit Kupferallergien, die fangen auch häufig mal an zu stolpern, weil der Haflinger nicht das Talent hat, zwei Dinge auf einmal zu tun. Er konzentriert sich denn nur noch aufs Maul und ist damit beschäftigt, das Gebiss hin und her zu rücken. Und dann fangen die das Stolpern an. Und sobald die Schmerzen aus dem Maul raus sind, der konzentriert sich wieder auf das Leben und zu. Und dann geht's los. Da haben wir immer festgestellt, Halbblüter sind genauso. Die sind ein bisschen langsamer. Ja, oder so.